Die DJI Mini 3 Pro. Kompatibel mit dem brandneuen DJI RC, aber auch mit dem gewohnten N1 Controller. Welcher der beiden für dich der richtige ist und ob sich der Aufpreis lohnt, erfährst du, wie soll es anders sein, in diesem Video. Viel Spaß! Der erste Grund, warum ich den DJI RC empfehlen kann, ist, weil er genau für die Mini 3 gemacht wurde. Aber was genau meine ich damit? Wenn wir uns andere Controller, wie zum Beispiel den Smart Controller anschauen, weiß man, dass dieser ursprünglich für die Mavic 2 gedacht war. Natürlich ist er mittlerweile auch mit der R2 und R2S kompatibel, so wie der Mini 2, aber mir kommt es auf jeden Fall so vor, als würde er am besten mit der Mavic 2 funktionieren. So ähnlich ist es ja auch mit dem RC Pro, der ursprünglich für die Mavic 3 gedacht war. Natürlich könnte man all diese Drohnen auch mit dem Smartphone und der normalen Fernsteuerung fliegen, aber das beste Flugerlebnis hat man ganz klar mit dem teureren Controller. Das ist also, was ich meine, wenn ich sage, dass der DJI RC für die Mini 3 gemacht wurde. Mein nächster Punkt ist auf jeden Fall, dass man bei dem RC N1 für das Live-Bild der Drohne immer auf sein Smartphone angewiesen ist, was hier natürlich nicht der Fall ist. Das kostet auf jeden Fall eine Menge Akkukapazität und ist zusätzlich an heißen Orten sehr schlecht, da das Smartphone leicht überhitzen kann und man dann praktisch blind fliegt. So etwas Ähnliches ist mir leider schon vor ungefähr 3 Jahren in Portugal passiert, bei welchem mein Smartphone zu heiß wurde und dann leider den Geist aufgab. Natürlich war das schon ein etwas älteres Gerät, aber allein, dass dieses Problem besteht, ist für mich persönlich Grund genug, immer den Controller mit internem Bildschirm zu bevorzugen. Grund Nummer 3 ist für mich ganz klar der Aufpreis von gerade mal 170 Euro. Die Mini 3 Pro bekommt man nämlich in der normalen Ausführung mit Controller für 829 Euro, während die Version mit dem DJI RC bei 999 Euro liegt. Das bedeutet also, dass wir für einen Aufpreis von ungefähr 170 Euro einen Controller mit internem 5,5 Zoll großen HD-Display bekommen, der euch die Vorbereitungszeit vor dem Flug stark reduziert. Sollte DJI diesen Controller jemals separat verkaufen, wird er natürlich deutlich teurer, aber zusammen in Kombination mit der Mini 3 Pro kostet er eben gerade mal 170 Euro. Ein weiterer großer Pluspunkt für den DJI RC ist das große Display, welches eine Helligkeit von bis zu 700 Nits besitzt. Neuere Smartphones kommen zwar mittlerweile auch auf dieses Level, aber dann bräuchte man eben viel länger bei der Vorbereitung und kann sein Smartphone während dem Flug nicht nutzen. Als nächstes geht es um einen Punkt, der für alle, die mehr mit ihrer Drohne machen wollen, sicher interessant ist. Die individuell belegbaren Knöpfe finden wir bei dem DJI RC auf der Rückseite, während der N1 Controller nur den Funktionsknopf links auf der Vorderseite besitzt. Die Knöpfe auf dem DJI RC erreicht man aber um einiges leichter und auch im Flug ist das Benutzen deutlich leichter und angenehmer. Internen Speicher besitzt der N1 Controller leider gar nicht, während der DJI RC nicht nur 8 GB an Bord hat, sondern auch Platz für eine externe MicroSD-Karte. Möchte man zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme auf der Fernsteuerung machen, benötigt man eine externe SD-Karte auf jeden Fall, da die 8 GB fast gänzlich von der Software des Controllers genutzt werden. Neben dem SD-Kartenslot findet sich übrigens ein USB-C-Eingang mit der eingravierten Schrift Host, mit welchem man bis jetzt zumindest andere Geräte laden kann. Ich persönlich hoffe aber, dass man in näherer Zukunft vielleicht sogar seine Brille oder einen HDMI-Monitor anschließen kann, was natürlich extrem cool wäre. Platz für zukünftige Updates bietet der DJI RC also deutlich mehr. Äußerlich erkennt man aber relativ schnell, dass der N1 Controller im Gegensatz zum DJI RC ausfahrbare Antennen, den Foto- und Videoknopf in einem kombiniert hat und für das digitale Zoomen kein extra Drehrad besitzt. Das zusätzliche Drehrad bei dem DJI RC lädt auf jeden Fall zum Zoomen ein und erleichtert die Arbeit enorm. Das kann ich wirklich nur so bestätigen, weil ich ohne ihn vermutlich nie daran denken würde.
Bezüglich der externen Antennen hat man mit diesen meiner Meinung nach doch etwas mehr Reichweite, aber für einen Umkreis von ungefähr 150 Meter, in welchem man ja normalerweise fliegt, ist ein Unterschied nicht wirklich zu erkennen. So viel also zu diesen beiden Controllern, aber welchen davon solltest du dir jetzt zulegen? Für alle, die sich ihre erste Drohne kaufen, ist es vermutlich sinnvoll, wenn sie sich gleich das ganze Paket mit der etwas teureren Fernsteuerung und sogar das Fly More Kit dazu kaufen. Solltet ihr jetzt aber den N1 Controller bereits von eurer Mini 2 zum Beispiel besitzen, euch gerade erst das neueste Smartphone mit der besten Helligkeit gekauft habt, die herausstehenden Antennen und die längere Vorbereitungszeit in Kauf nehmt, dann ist die normale Fernsteuerung klar zu empfehlen. Für ca. 700 Euro kann man die Mini 3 Pro nämlich auch ohne Fernsteuerung kaufen. Ich persönlich bin aber ehrlich gesagt sehr froh, mir den DJI RC dazu gekauft zu haben, weil er mir sehr gut in der Hand liegt und eben die Vorbereitungszeit vor jedem Flug stark reduziert. Im Großen und Ganzen war es eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass ihr aus diesem Video wieder etwas lernen konntet, bedanke mich auf jeden Fall noch fürs Zusehen und bis bald!